Verbringen Sie Ihre Freizeit am liebsten in der Natur, zum Beispiel beim Campen oder Wandern? Dann eröffnet Ihnen ein Gaskocher ganz neue Möglichkeiten. Damit können Sie Kinder leicht und teilweise sogar unabhängig vom Wetter warme Speisen und Getränke zubereiten. Gaskocher sind dabei nicht nur günstig in der Anschaffung, denn auch der Transport und die Handhabung sind sehr einfach. Kein Wunder, dass sie mittlerweile zur Grundausstattung eines jeden Outdoor-Spezialisten gehören. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Kochmann GK4 Gaskocher Camper GK8 Gaskocher. Ähnlich wie das zuletzt vorgestellte Modell, bietet Ihnen auch dieser Gaskocher eine Wärmeleistung von 2,2 Kilowattstunden und einen Gasverbrauch von 0,16 Kilogramm pro Stunde. Dieser Gaskocher verfügt über einen integrierten Drucksensor, der Ihnen laut Hersteller mehr Sicherheit während der Nutzung verspricht. Auch den Kochmann Gaskocher betreiben Sie mit Hilfe von Butangaskartuschen. Ebenso verfügt er über eine automatische Piezoelektrozündung, sodass Sie für die Nutzung des Gaskochers kein Feuerzeug benötigen. Darüber hinaus hat dieses Modell einen Brennerknopf aus Aluminium und ein besonders stabiles Metallgehäuse mit abnehmbarer Topfstellfläche. Zudem erhalten Sie hier mit der Auslieferung neben dem Gaskocher auch einen praktischen Kunststoffkoffer und vier passende Gaskartuschen. Optisch ist bei diesem in Schwarz gehaltenen Gaskocher kaum ein Unterschied zu dem zuletzt vorgestellten Gerät erkennbar. Auch hierbei handelt es sich um einen Gaskocher mit flacher Bauweise, der sich vergleichsweise leicht transportieren lässt. Die Abmessungen belaufen sich hier auf 35 x 30 x 30 cm und das Gewicht beträgt lediglich 1,85 kg. Das zweite Produkt in unserer Liste ist Trangia Gaskocher. Wer das Wildnis- und Outdoor-Leben schätzt, dem ist die Marke Trangia aus Schweden ein Begriff. Trangia Sturmkocher sind bei Wanderern sehr geschätzt, denn sie lassen sich bei jedem Wetter problemlos verwenden. Bekannt wurde Trangia durch seinen Spirituskocher, seit vielen Jahren bietet der Hersteller für sein All-in-One-Paket auch einen Gasbrenner an. Dieser funktioniert mit handelsüblichen Gaskartuschen, die über ein Schraubgewinde verfügen. Mit einer Leistung von 3 Kilowatt und einem regelbaren Ventil ist der Kocher für viele Aufgaben geeignet. Vor allem die Tatsache, dass der Brenner während des Gebrauchs vor Wind und Wetter geschützt ist, macht den Gaskocher zu einem wertvollen Utensil. Bei diesem Set sind zwei Töpfe mit einem Fassungsvermögen von jeweils 1 Liter, eine Pfanne mit Antihaftbeschichtung und einem Durchmesser von 18 cm, ein Universalgriff sowie ein Riemen zum Zusammenschnüren aller Komponenten dabei. Das Set lässt sich so zusammenstellen, dass alle Komponenten ineinander passen. Das Packmaß beträgt nur 18,5 x 10 cm und alles zusammen wiegt das Trangia Set 810 Gramm. Welche Arten von Gaskochern gibt es? Grundsätzlich unterscheiden wir drei Arten von Gaskochern: Kompaktgaskocher, Koffergaskocher und Schlauchsystemgaskocher. Die Unterschiede liegen vor allem im Aufbau der einzelnen Geräte. Mehr zu den verschiedenen Arten von Gaskochern erfahren Sie in unserem Ratgeber. Der nächste Produkt ist IMEX Set 16 Gaskocher. Der Gaskocher Set 16 von IMEX hat eine Leistung von 2,2 Kilowatt, er arbeitet mit Butangas und hat laut Anbieter einen Verbrauch von 0,16 Kilogramm pro Stunde. Dank Anzündautomatik ist dem Anbieter zufolge kein Streichholz oder Feuerzeug notwendig, um den Gaskocher in Betrieb zu nehmen. Die Bedienung ist unkompliziert, laut Anbieter einfach eine Gaskartusche einlegen, den Schieberegler öffnen und das Thermostat bis zum Anschlag aufdrehen. Mit 16 Gaskartuschen, der Lieferumfang des Gaskochers beinhaltet einen Vorrat an 16 Kartuschen mit Butangas, die laut Amazon-Kunden eine Brenndauer von jeweils 3 bis 4 Stunden haben. Laut Anbieter ist der IMEX Set 16 eine gute Wahl zum Kochen im Freien, zum Beispiel auf Grillplätzen oder Autobahnraststätten. Ein CE-Prüfzeichen zertifiziert ihn für eine sichere Handhabung. Der Gaskocher hat einen Regelknopf zur Regulierung der Flammenstärke und ein Flammenschutzsystem für die Nutzung bei Wind. Beim Camping kann einiges schiefgehen. Galileo wirft einen Augenzwinkern den Blick auf mögliche Pleiten, Pech und Pannen beim Camping und beschäftigt sich dabei auch mit dem Gaskocher. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden.
Marketing-Cookies akzeptieren. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Maxan Edelstahl Gaskocher IMAX Set 16 Gaskocher. Der Maxan Edelstahl Gaskocher beinhaltet eine Kochplatte mit einer Wärmeleistung von bis zu 2,2 Kilowatt. Er funktioniert mit handelsüblichen Gaskartuschen, die sich unter der Bezeichnung MSF1R überall finden lassen und mit Butan befüllt sind. Der Gaskocher hat eine automatische Piezozündung, sodass sich niemand die Finger beim Entzünden des Kochfelds verbrennen muss. Dieser Gaskocher ist überaus leicht zu bedienen. Legen Sie einfach die Gaskartusche ein, öffnen Sie den Schieberegler und drehen Sie das Thermostat bis zum Anschlag auf, schon kann es losgehen. Der Maxan Gaskocher zeichnet sich durch eine einfache Bedienung aus und eine Anleitung zum Tauschen der Kartusche ist im Kartuschenfach angebracht. Der Hersteller weist darauf hin, dass das Gerät nur für den Einsatz im Freien konzipiert wurde. Mit einer vollgefüllten Kartusche weist dieser Gaskocher eine Brenndauer von 1,5 bis 3 Stunden auf. Die Intensität der Gasflamme lässt sich durch einen einfachen Drehregler regulieren. Der Kocher bringt ein Gewicht von 1,85 Kilogramm auf die Waage und hat die Abmessungen 34 x 25 x 11 cm. Ein Tragekoffer gehört zum Lieferumfang. Gibt es Alternativen zum Gaskocher? Es gibt auch transportable Kocher, die mit Spiritus oder Benzin laufen. Diese haben im Vergleich zu den deutlich häufiger genutzten Gaskochern jedoch einige Nachteile. Außerdem gibt es noch die sogenannten Mehrstoffkocher. Der Betrieb dieser erfolgt mit verschiedenen Brennstoffen, allerdings sind sie vergleichsweise kostspielig. Mehr dazu verraten wir Ihnen in unserem Ratgeber. Wie funktioniert der Gaskocher genau? Das Video zeigt einen interessanten Erfahrungsbericht mit dem Maxan-Gaskocher. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden. Marketing-Cookies akzeptieren. Der nächste Produkt ist Wehmann 96E312P04 Gaskocher Maxan Edelstahl Gaskocher. Für den höheren Preis bietet der Wehmann 96E312P04 Gaskocher deutlich mehr Leistung als die bisher vorgestellten Modelle. Das Gerät verfügt über eine starke Wärmeleistung von 10,5 Kilowattstunden. Allerdings verbraucht es mit 0,76 Kilogramm pro Stunde jedoch auch deutlich mehr Brennstoff. Mit automatischer Piezozündung, der Wehmann 96E312P04 Gaskocher ist mit einer automatischen Piezoelektrozündung mit Zündsicherung ausgestattet, wodurch er laut Hersteller bei der Nutzung noch mehr Sicherheit verspricht. Anders als viele andere Gaskocher erfolgt der Betrieb dieses Modells mit einer großen Propangasflasche. Es verfügt über eine stufenlose Gasregulierung sowie eine einstellbare Luftzufuhr. Beim Kauf dieses Gerätes bietet der Hersteller außerdem eine zweijährige Garantie. Unter dem Strich ist dieser etwas kostspieligere Gaskocher eher für den regelmäßigen Einsatz und die Zubereitung von größeren Mengen geeignet. Wer nur einen Gaskocher für den gelegentlichen Einsatz beim Camping oder Wandern sucht, sollte sich eines der kostengünstigeren Modelle aussuchen. Optisch hebt sich der Wehmann Gaskocher mit seinem hockerartigen Gestell stark von den bisher vorgestellten Modellen ab. Mit Abmessungen von 40 x 40 x 18 cm ist das Gerät zudem vergleichsweise groß. Was das Gewicht betrifft, macht der Hersteller keine genauen Angaben. Der Sommer ist vorbei, die Gasflasche vom Gaskocher ist aber nicht leer oder es sind noch Gaskartuschen übrig. Wie werden sie bis zur nächsten Saison sicher gelagert? Das Video gibt Antworten. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um das YouTube-Video zu laden. Marketing-Cookies akzeptieren. Der nächste Produkt ist Starlet 24 Gaskocher. Der Starlet 24 Gaskocher ist nach Angaben des Herstellers ein einfach zu verwendender Einflammkocher mit einer Leistung von 800 Watt, der eine robuste Bauweise mit stabfestem Boden für maximale Stabilität aufweist. Das Gehäuse des Campingkochers besteht aus Metall und hat eine Sicherheitsverschraubung aus Kunststoff. Zum Lieferumfang gehören 10 Stechgaskartuschen, sie sollen sich mühelos in den Kocher stecken lassen. Anschließend wird laut Starlet 24 der Gehäuseboden zugeschraubt, während die Metallglocke für Stabilität sorgen und die Kartusche schützen soll. Vielseitig einsetzbar,
Der Starlet 24 Gaskocher ist laut Hersteller einfach transportieren und kann flexibel eingesetzt werden, beispielsweise beim Campen, Picknick oder auf Festivals. Der Gaskocher eignet sich für handelsübliche Stechgaskartuschen mit Butan oder Butanpropan und einem Fassungsvermögen von 190 Gramm. Die Siedezeit von einem Liter Wasser gibt der Hersteller mit 7 bis 8 Minuten an. Der Gasverbrauch liegt bei 62 Gramm pro Stunde, während der Topfträger einen Durchmesser von 12 cm hat. Die Flamme des Gaskochers lässt sich nach Angaben des Herstellers stufenlos über ein Sicherheitsventil regeln. Worauf gilt es beim Kauf eines Gaskochers zu achten? Ihr neuer Gaskocher sollte in erster Linie dem geplanten Anwendungsgebiet entsprechen. Dabei gibt es Faktoren wie die Größe, das Gewicht, die Leistung und den Brennstoffverbrauch des neuen Gaskochers zu berücksichtigen. Welche Faktoren noch wichtig sind und was Leser beachten sollten, erfahren Sie im Ratgeber im Anschluss an den Produktvergleich. Der nächste Produkt ist Camplux JK 8620 Gaskocher. Der Camplux JK 8620 Gaskocher ist mit zwei Brennern ausgerüstet. Beide Brenner bestehen aus Edelstahl und haben jeweils eine Leistung von 1200 Watt. Der Betrieb des Campingkochers erfolgt mit Hilfe von Propangas oder Butangas. Daneben sind ein Gasschlauch und ein Gasregler erforderlich. Sie sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Abmessungen des Campingkochers lauten 45,5 cm Länge, 25,5 cm Breite und 8,5 cm Höhe. Mit Windschutz, der Gaskocher ist mit Seitenwänden und einem Deckel ausgerüstet. Diese können laut Hersteller als Windschutz zum Einsatz kommen. Sie sollen die Flammen beim Kochen schützen und eine gleichmäßige Wärmeabgabe ermöglichen. Laut Hersteller ist der Gaskocher mit einem robusten Gehäuse versehen. Es soll für einen soliden Stand sorgen. Zusätzlich verfügt das Modell über eine Piezo-Zündung. Es heizt sich dem Hersteller zufolge innerhalb weniger Sekunden auf. Die Regulierung der Wärme gelingt mit Hilfe der beiden Drehregler. Wer den Camplux-Gaskocher transportieren möchte, kann den Deckel mit Hilfe des Verschlusses sichern. Zudem ist das Gerät mit einem Tragegriff ausgerüstet. Sein Gewicht beträgt 2,4 Kilogramm. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Suyao Campingkocher. Dieses Set beinhaltet einen hochwertig verarbeiteten Campingkocher mit Piezo-Zündung bei einer Leistung von insgesamt 3500 Watt. Außerdem wird Ihnen dieser Gaskocher in einer praktischen Tragebox mit einem passenden Adapter nach einer Bestellung nach Hause geliefert. Der Suyao Campingkocher bringt lediglich 330 Gramm auf die Waage und ist einfach zusammenklappbar. Demnach bietet sich dieses Modell optimal für das Camping oder auch Wandern und Bergsteigen an. Selbstverständlich kann bei dem Suyao Campingkocher die Flamme individuell eingestellt werden. Stellen Sie den Gaskocher auf der höchsten Stufe ein, so kann ein Liter Wasser innerhalb von nur 3 Minuten gekocht werden. Passend dazu gibt es noch ein Ventil, um die Flamme recht einfach regulieren zu können. Der Hersteller hat diesen Kocher auch speziell gestaltet, sodass das Konstrukt aus Edelstahl großes Kochgeschirr tragen kann. Töpfe mit einem Volumen von bis zu 18 Litern sind in der Praxis umsetzbar, was einen wichtigen Vorteil gegenüber vergleichbaren Modellen darstellt. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Campinggas 40470 Camping 206 Gaskocher. Der Gaskocher bietet Ihnen eine verhältnismäßig geringe Wärmeleistung von 1,2 Kilowattstunden, woraus sich ein Gasverbrauch von 0,09 Kilogramm pro Stunde ergibt. Laut Hersteller ist dieser Gaskocher kompatibel mit allen Campinggasgeräten, bei denen das Kaliber C206 empfohlen wird. Bei diesem Modell handelt es sich um einen klassischen Standgaskocher mit Kunststoffgehäuse und einem Topfträgerkreuz aus Edelstahl. Der Betrieb des Geräts erfolgt über C206 Steckkartuschen mit einem Butan- und Propangasgemisch. Passende Gaskartuschen sind im Lieferumfang nicht enthalten. Jedoch können Sie diese gegen einen kleinen Aufpreis mitbestellen. Optisch kann der Campinggas-Gaskocher von den bisher vorgestellten Geräten abheben. Mit seinem blauen Gehäuse und dem Trägerkreuz aus Edelstahl macht das Gerät insgesamt einen modernen und hochwertigen Eindruck.
Die Abmessungen liegen hier bei 20 x 40 x 15 cm und das Gewicht beträgt lediglich 299 Gramm. Welche Firmen stellen Gaskocher her? Wie bei den meisten Produkten konnten sich auch im Bereich der Gaskocher einige Firmen besonders durchsetzen. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Hersteller für Haushaltsgeräte und Outdoor-Bedarf. Drei der bekanntesten Hersteller von Gaskochern möchten wir Ihnen in unserem Ratgeber kurz vorstellen. Der nächste Produkt ist Phoenix PS3 Gaskocher. Um für das Camping optimal ausgerüstet zu sein, sollten Sie auf eine zuverlässige und solide verarbeiteten Gaskocher einen großen Wert legen. So ist zum Beispiel auch der Phoenix PS3 für Sie zu empfehlen, der sich mit einer besonders hochwertigen Qualität sowie mit drei Flammen auszeichnet. Neben einer Zündsicherung wird dieses Paket auch mit einem Gasschlauchregler zu Ihnen nach Hause geliefert, sodass die allgemeine Sicherheit bei der Inbetriebnahme dieses Produkts für Sie gegeben ist. Die beiden Brenner, die bei dem Phoenix PS3 Gaskocher auf der linken und rechten Seite zu finden sind, eignen sich wunderbar für einen Wok oder auch eine alternative große Pfanne sowie Töpfe. Der kleine Brenner in der Mitte bietet sich wiederum optimal für eine kompakte Espressokanne oder Alternatives an. Falls Sie nach einem Modell suchen, das besonders flach gestaltet ist und mit kompakten Maßen punktet, so machen Sie mit dem Phoenix PS3 Gaskocher überhaupt keinen Fehler. FAQ: Welche Materialien kommen bei dem Phoenix PS3 Gaskocher zum Einsatz? Der Hersteller setzt bei diesem Modell unter anderem auf eine Kombination aus Glas und Stahl, sodass eine hohe Korrosionsbeständigkeit für Sie als Anwender gegeben ist. Dies ist besonders in puncto Haltbarkeit besonders wichtig. Welche Leistung bietet dieses Modell? Laut den Angaben aus dem Datenblatt steht eine Maximalleistung von 9 kW zur Verfügung. Ist dieses Gerät für den Betrieb in einem Vorzelt zugelassen? Ja. Hierfür ist es zugelassen, sodass eine Eignung für einen Vorzelt denkbar ist. Gibt es auch eine Abdeckung für den Phoenix PS3 Gaskocher? Eine spezielle Abdeckung ist leider nicht im Lieferumfang enthalten. Weniger Anzeigen. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.